Kaltspülen, viel schneiden, Eier, Bier und Olivenöl? Immer mehr Mythen werden rund um das Thema Haar- und Haarpflege gesponnen, und viele dieser falschen Annahmen halten sich hartnäckig. In diesem kurzen Video haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zu Haarmythen zusammengefasst. Wir lieben unsere Mähne und tun viel dafür, dass sie glänzend und gepflegt aussieht. Kennen Sie diese 8 Mythen rund ums Haarwaschen und Pflegen auch? Wir sagen Ihnen, welche Thesen stimmen und welche Sie getrost vergessen können. Der erste Mythos: Beim täglichen Waschen fetten Haare schneller nach. Ein bekannter Spruch, an dem aber tatsächlich gar nichts dran ist, dass tägliches Haarwaschen die Mähne schneller nachfetten lässt, stimmt nicht. Die Talgproduktion, die für das Nachfetten des Haares zuständig ist, wird von Hormonen gesteuert und nicht von der Einsatzhäufigkeit unseres Shampoos. Der zweite Mythos: Heißes Wasser macht das Haar kaputt. Dieser Mythos ist keiner, denn diese Behauptung stimmt. Wenn das Duschwasser zu heiß ist, entzieht es dem Haar Feuchtigkeit und reizt außerdem die Kopfhaut. Die bessere Wahl ist lauwarmes Wasser. Darüber freut sich auch der Rest des Körpers. Der dritte Mythos: Kaltes Wasser macht glänzende Haare. Stimmt, der Grund ist einleuchtend. Das kalte Wasser schließt ganz einfach die Schuppenschicht der Haare und das Licht wird somit besser reflektiert. Neben dem Glow für die Haare punktet die kurze kalte Dusche auch noch mit diesem Vorteil: Die niedrige Wassertemperatur regt die Durchblutung der Haut an, das stärkt unser Immunsystem und steigert die Zellerneuerung. Der vierte Mythos: Nasse Haare bürsten bedeutet geschädigte Haare. Hier muss man genauer hinsehen. Nasses Haar ist auf jeden Fall empfindlicher als trockenes, deshalb ist beim Bürsten oder Kämmen Vorsicht angesagt. Die Lösung ist ein grobzinkiger Kamm, der verhindert Haarbruch. Gerade feines Haar kann nach der Wäsche schnell verheddern. Dann kann es sinnvoll sein, es vor dem Waschen zu kämmen und nach dem Shampoo einen Conditioner in die Spitzen zu geben. Der fünfte Mythos: Spliss-Reparatur mit Repair-Shampoo. Gegen Spliss gibt es eine Vielzahl sogenannter Repair-Produkte. Die Haarlängen sehen nach der Anwendung vielleicht gepflegter aus, heilen lassen sich gespaltene Spitzen aber nicht. Um Spliss loszuwerden, müssen die Spitzen abgeschnitten werden. Der sechste Mythos: Stress kann Haarausfall bedingen. Diese Theorie ist bewiesen und kein Mythos. Zwar kann nicht nur Stress Haarausfall nach sich ziehen. Studien belegen aber, dass sich Stress negativ auf den Haarzyklus auswirkt und auch Haarausfall auslösen kann. Wenn der Stress abgebaut wird, kommt auch der Haarzyklus wieder ins Gleichgewicht. Bei anhaltenden Beschwerden sollte aber eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden. Der siebte Mythos: 100 Bürstenstriche am Tag machen glänzendes Haar. Regelmäßiges Bürsten macht unsere Mähne zwar glatt, was das Licht besser reflektiert und somit die Haare glänzen lässt. Allerdings sind 100 Bürstenstriche zu viel für das ohnehin durch Umwelteinflüsse oder zu aggressive Haarprodukte strapazierte Haar. Jede mechanische Einwirkung dehnt die Haarfaser, strapaziert sie und kann sie schädigen. Bürsten Sie regelmäßig, aber nicht zu viel. Achten Sie außerdem auf weiche Borsten, um das Haar nicht zu sehr anzugreifen. Der achte Mythos: Graues Haar ausgerissen, zwei neue gewachsen. Hier handelt es sich eindeutig um einen Mythos. Haare werden halt irgendwann grau, so ist das. Anstatt sie auszureißen, kann man auch zum Friseur gehen und nach einer schonenden Farbabdeckung fragen, oder einfach zum Lauf der Dinge stehen und seine natürliche Haarfarbe feiern.